Na, hallo, da sind wir wieder zurück und wir wollten mit dem Brian West ausreden. Er wollte uns was erzählen. Hallo. Vielleicht kriegen wir ja dann bei den anderen Leuten vielleicht die Option, nach dem versunkenen Gott zu fragen oder wem auch immer. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Oder die Drachen. Schieß los. Wissen Sie, weißt du was über Drachen? Wissen Sie, weißt du irgendetwas über Drachen? Ich versuche mich aus den Angelegenheiten der Kin herauszuhalten. Was genau willst du über die verdammten Biester wissen? Ja, alles bitte. Hier in Arcadia gibt es zwei Drachen. Ich suche sie. Ja, davon habe ich auch gehört. Aber nein, nein, darüber weiß ich gar nichts. Frag am besten die Wächter Minstrom. Religion ist ihr Spezialgebiet, nicht meins. Haben Sie, hast du jemals eine Geschichte über einen Gott, der vom Himmel fiel, gehört? Geschichten sind nicht mein Ding, April. Du solltest lieber in eine Bibliothek gehen und in den Büchern nachlesen. Ich weiß, dass die Wächter eine Bibliothek in der Nähe der Stadt haben. Ich habe auch Gerüchte über ein Volk mit Flügeln gehört, die nichts anderes tun, als zu beobachten und alte Geschichten zu sammeln. Aber ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht ist. Wenn du immer noch auf der Suche nach Geschichten bist, solltest du versuchen, sie zu finden. Toller Tipp. Oh, das hat sogar was ausgelöst. Ah, dann sollten wir vielleicht noch mal in die Bibliothek. Ich suche eine Scheibe, die das Reich des Hüters öffnen soll. Das ist Religion, April. Und die einzigen Dinge, die ich verehre, sind Whisky, eine gute Zigarre und ein schöner, langer. Frag mich doch nicht ständig nach diesem Gleichgewichtsunfug. An dem Piep könnt ihr gerne alles einsetzen, was dahin passt, eurer Meinung nach. Wissen Sie, weißt du, wo ich nach dem Eingang zum Reich des Hüters suchen sollte? In Tobias Hosen, wenn es nach ihm ginge. Nein, tut mir leid, ich weiß nichts über Hüter, Gleichgewicht, Wächter und Gärtnerei. Aber wenn du dich für Stierkämpfe interessierst, könnte ich die ganze Nacht erzählen. Was sagten Sie, sagtest du noch mal über das fliegende Volk? Stierkämpfe sind nichts als Ah. Tierquälerei und haben mit Sport nicht das Geringste zu tun. You go, girl. Das will ich nicht gehört haben, April. Wenn es etwas gibt, das ich hier in Arcadia vermisse, dann sind es Stierkämpfe. Dann habe ich eine gute Nachricht. Stierkämpfe sind schon vor Hunderten von Jahren abgeschafft Ah. worden. Verdammt. Übrigens finde ich, dass das hier im Hintergrund aussieht, als würde da einer stehen. So ein Slenderman. Oder ein. Oh, wie hießen die nochmal? Oh, ich habe den Namen gerade von Minecraft. Oh, ein Enderman. Ah, ja, genau, klar. Also ein Slenderman oder ein Enderman. Da steht so einer, ganz groß, und beobachtet uns. Das ist voll gruselig. Was sagten Sie? Sagtest du noch mal über das fliegende Volk? Sie sollen die besten Geschichtenerzähler sein. Und sie beobachten die Welt schon lange. Aber das könnte auch nur ein Gerücht sein. Klar. Ich habe keine weiteren Fragen. Auch gut. Danke, Mr. Westhouse. Brian. Ciao, Es war mir ein Brian. Vergnügen, April. Jetzt gehen wir nochmal zur Enklave zurück, weil ich bin mir sicher, dass wir da jetzt eine neue Option haben. Ah, da bin ich mir sicher. Vielleicht können wir da noch was erlesen. Oh. Wir haben nur das in der Mitte uns angeguckt. Eine kleine Vertiefung, etwa von der Größe meiner Faust, von der ein schmaler Kanal zu einer Vertiefung in der Mitte des Bodens führt. Es Ja. gibt noch drei andere, in gleichem Abstand zueinander im Kreis angeordnet. Von allen führt ein schmaler Kanal zur Mitte des Bodens. Das Wasser sieht so schön aus. Ich würde so gern baden gehen. Eine kleine Vertiefung. Ach so, die sagt dasselbe nochmal. So, jetzt erschrecken wir wieder. Jirin.
schön unter die Achsel, unter der Achsel durch an den Busen fassen. Das macht sie nämlich die ganze Zeit. Kleine Dirty Maus hier. Hier sieht man gleich. Fest ihm unterm Arm hinweg. An den Busen. Piep! Du bist es schon wieder. Du hast mich ganz schön erschreckt. Schon wieder fässt du mich an. Das gibt's doch nicht. Deswegen erschreckt er sich auch so. Sie hat halt kalte Hände auch. Könnte ich noch mehr Bücher lesen? Achso, das überspringe ich wieder. Gibt es Bücher über ein fliegendes Volk? Ja, siehst du, guck mal, haben wir jetzt. Gibt es Bücher über ein fliegendes Volk, das beobachtet und Geschichten erzählt? Geflügelte Geschichtenerzähler? Papageien. Mal sehen, was ich finden kann. Warte hier. Da will ich ihn auch gar nicht drin stören, wie er sucht. Ist das ein schönes Wetter bei mir gerade draußen? Ich gucke gerade aus dem Fenster. Ich habe da etwas Interessantes. So sonnig. Ich finde das so toll. Liebe Sonne. So, lesen wir mal was über die Geflügelten. Die Insel Elais. Oh? Nahe dem Briston-Atoll. Vielleicht sollte ich versuchen, dorthin zu gelangen. Wie, was, wo? Endlich sagt sie mal was. Endlich! Oh. Das hätten wir vorher mal machen können. Alatia. Alatia? Alatia. Alatia. Ein intelligentes, geflügeltes Volk, dessen Zahl seit einiger Zeit abnimmt und dessen Fähigkeit, lange Strecken im Flug zurückzulegen, seit mehreren Jahrhunderten zusehends schwindet. Die Alatia sind für ihre Fähigkeiten bekannt, Geschichten aus frühester Vorzeit bis hin zu heutigen Erzählungen in Erinnerung zu behalten und wiederzugeben. Der größte bekannte Stamm von Alatiern mit dem Händler gelegentlich in Verbindung treten, lebt auf der sonst unbewohnten Insel Alay. Im Bristol-Atoll. Bist du fertig? Klasse! Lol, sagt er. Lol. Ja, schön. Schön, schön, schön. Ist das hier in der Nähe? Ich gehe davon aus, dass nein. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz zum Hafen. Und dort... ja, genau. Aber... ja, doch, wir reden zuerst mit ihm. Wir reden jetzt nochmal mit allen, weil ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Hallo. Also, sag bestimmt wieder auf Wiedersehen. Oh. Kennen Sie die Insel Elais? Das Urlaubsparadies der alten Dolmari? Sicher. Och, Cocktails. Elais liegt in der Nähe des Briston-Atolls. Aber es fahren selten Schiffe von Makuria direkt nach Briston. Du musst über Gien reisen. Können Sie mich auf Ihrem Schiff bis Gien mitnehmen? Da gibt es drei Probleme. Erstens, es bläst kein Wind. Folglich können wir auch nicht nach Süden segeln. Zweitens habe ich vor einigen Wochen meinen Navigator verloren und bis jetzt noch keinen Ersatz gefunden. Drittens, du bist eine Frau. Frauen haben an Bord der White Dragon nichts zu suchen. Ist das nicht ein bisschen sexistisch? Sexy ist genau das, was mir Sorgen macht. Was passiert auf einem Schiff voller Männer, die monatelang kein Land sehen? Nicht sexy, sexistisch. Ich bin Seemann, Mädchen. Was erwartest du? Gute Bettmanieren? Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie mich bis Gien mitnehmen würden. Das wird nicht passieren. Tut mir leid. Wiedersehen. Ich will ehrlich sein, ich würde auch ungern auf einem Schiff monatelang mit Männern zusammengesperrt sein. Und ich will keinem Mann was unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Zusammengepferchte, nicht voneinander weggehen können, zu sehr großen Problemen führt. Vor allem, wenn man dann die einzige Frau ist. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist schon nicht so eine dumme Regel. Ich will, wie gesagt, Männer nichts unterstellen, aber ich glaube, das ist schwierig. Es wäre andersrum genauso schlimm, wenn es ein Schiff voller Frauen wäre und da wäre nur ein Mann.
Der genauso doof. Hallo, alter Mann, da bin ich Bitte wieder. Bitte erzähl mir jetzt irgendwas. Wie? Ach, du bist es. Oder ist der schon wieder sinnlos? Ey, dann spreche ich den nie wieder an, den Typen. Ich will was wissen. Ah, guck an. Auf einmal. Auf einmal kann er uns mehr erzählen. Wissen Sie, wie ich mich nach Süden einschiffen kann? Ei, ei. Geld ist die Lösung, wie meine geliebte Frau zu sagen pflegte. Deshalb ist sie auch mit einem Kaufmann durchgebrannt, während ich auf See war. Frauen, man kann ihnen nicht vertrauen. Dass sich das reimt, ist nur Zufall. Ich habe nicht viel Geld. Dann haben wir etwas gemeinsam. Es sei denn... Es sei denn... Ich brauche das Geld für die Schiffsreise. Es sei denn, was? Es sei denn, ich fordere bei Kapitän Horatio Nebevey einen Gefallen ein, den er mir noch schuldet. Er segelt nach Guyenne, sobald der Wind auffrischt. Was für einen Gefallen? Oh, der stammt nur aus der Zeit, als ich sein Kapitän war. Wenn ich Ihren Vogel zurückbringe, würden Sie dann den Gefallen bei Nebevey für mich einfordern? Ich verspreche alles, um meinen Freund zurückzubekommen. Abgemacht. Alles klärchen. Und wie kriegen wir jetzt den Hütchenspieler dazu, dass er uns wieder ranlässt? Wissen Sie etwas über die Insel Elais? Ich weiß viel über die gefürchtete Insel Elais. Ich dachte, es ist ein Urlaubsparadies. Gefürchtet? Wieso? Weil es dort Kannibalen gibt. Ach, das denkt er sich doch aus. Ach, Sie wissen gar nichts über die Insel Elais. Geben Sie es zu. Ach, stimmt. Ich weiß nichts. Cool. Bis später. Wenn ich dann noch lebe. Ja, ja. Ja, ja, genau. So, wir müssen den Vogel zurückkriegen. Oh. Wie machen wir denn das am besten? Nee, zum großen Schiff will ich gar nicht. Guck mal hier die Konstruktion. Der schwebt einfach, der Turm. Anleger. Also, drei Probleme. Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, würde gelöst werden durch den Herrn, der gerne zu viel redet. Die Navigatorin, die wir finden müssen, wäre unsere zweite Lösung. Und die ist zwar auch eine Frau, aber ich glaube, das könnte man dann vernachlässigen, wenn das eine Frauenproblem gelöst ist. Das ist mit zwei Frauen auch egal. Drittes Problem ist der Wind. Ich erinnere mich, dass gesagt wurde, ein Zauberer würde da sein Unwesen treiben. Blöd. Das heißt, wir müssen den Zauberer auch erstmal... Welchen Zauberer? Der war dann. Die haben doch von einem Zauberer geredet, der den Wind beeinflusst, der da so ein bisschen mit der Magie, naja, nicht gut umgeht, sagen wir es mal so. Und das müsste doch. Das ist doch dann die Lösung, oder nicht? Oh nee. Karte des Nordlands. Der würde uns doch nicht mit mehr ranlassen. Dir red ich nicht. Du schummelst. Und deine Mutter schummelt. Willst du ein Bonbon? Willst du ein angelutschtes Bonbon? Oh, Entschuldigung. Hallo. Gold, hat er gesagt, ist doof, ne? Kann ich ihm den anbieten? Ich gebe dir meinen Zauberstab und bekomme dafür einen Preis. Danach lasse ich dich in Ruhe. Einverstanden? Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Du bekommst einen einen Zauberstab und ich bekomme einen deiner exotischen Preise. Na schön, in Ordnung. Und welchen Preis möchtest du? Den Raben. Den sprechenden Vogel. Den hässlichen... eine erstklassige Wahl, junge Dame. Warte einen Moment, ich hole ihn. Wirklich, eine erstklassige Wahl. Wie er sich freut.
Ah, wie hat er den denn an der Hand? Ah, was macht sie denn damit? Ah, in die Hose. Oh Gott. Ah, um Gottes Willen. Und jetzt klopft sie nochmal drauf. Ich fass es nicht. Du bist also Vogel? Ja, klar. Moment. Hat dich der alte Mann geschickt, um mich zu holen? Sieht so aus. Ich heiße April. Ihr Götter, nimmt das denn kein Ende? Erst werde ich in den Käfig gesperrt, wo ich den ganzen Tag angegafft werde. Und dann soll ich wieder in die stinkende Kiste. Vielen Dank auch, dass du mich befreit hast, April. Gern geschehen. Oh, Sarkasmus. Hey, das war sarkastisch gemeint. Sarkastisch, weißt du? Du sprichst Allsprache? Nein, ich spreche eigentlich Deutsch. Deutsch? Deutsch? Ich weiß nicht, wo du herkommst, Lady, aber du bist ganz schön schräg. Lässt du mich jetzt also gehen? Kein, ich bin der Mensch, also zeig ich's dem Vogel mehr, hm? Hast es ja gut gemacht. Was? Es tut mir leid, ich habe dem alten Mann versprochen, dass ich dich gewinne. Ich brauche etwas von ihm. Ach ja? Wofür opferst du denn das Glück und Wohlergehen eines armen Vogels? Für das Schicksal zweier Welten, Milliarden Menschen und das Gleichgewicht. Und? Und? Okay, vergiss es. Heißt du schon immer Vogel? Oder hast du einen besseren Namen? Immer schon Vogel. Eigentlich dieser verfluchte Vogel. Das sagte der alte Mann schon, als ich 2 Wochen alt war, bevor er mich mit dem Stock schlug. Oh Gott. Ach, wirklich? Nein. Er hat mich nur in die Truhe gesperrt und vergessen. Fast so schlimm wie Schläge, glaub's mir. Ja, das ist schlimm. Das tut mir leid für dich, Vogel. Wenn du mein Vogel wärst, würde ich dich Krähe nennen. Tja, ich bin mein eigener Vogel, Lady. Und Krähe? Krähe? Klingt gar nicht schlecht und wäre auch zur Abwechslung mal keine Beleidigung. Vogel ist auch keine Beleidigung. Naja, ich bring dich lieber zu deinem Herrn Vogel. Er verzehrt sich nach dir. Der verzehrt sich nur nach Münzen für das Glücksspiel. Das geht mich nichts an. Tut mir leid. Und wie dir das leid tut. Der arme Vogel. Der arme Vogel. Stell dir mal vor, du wirst in eine Kiste gesperrt und vergessen. Furchtbar. Keine Luft. Kein Essen. Kein Trinken. Keine Toilette. Na gut, es tut mir sehr leid, Vogel. Oh, Krähe. Er heißt sogar Krähe. Süß Krähe. Können wir dich nicht behalten? Hier ist ihr Vogel. Es war nicht leicht, aber sie haben ihn zurück. Ich hoffe, sie denken an ihr Versprechen. Oh, wie sie den hält. Vogel. Gesegnet sei das Gleichgewicht, mein vertrauter Freund und Kamerad. Nein, nein, nein! Nicht zurück in die Truhe! Nicht in die Truhe! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Können Sie mir jetzt helfen, einen Platz auf einem Schiff zu bekommen? Ei, ei. Ich werde mein Wort halten. Sprich mit Kapitän Horatio Nebeway. Von der White Dragon, dem Schiff hinter uns. Sag ihm, dass Ambayanos ein altes Versprechen einfordert. Vielen Dank, alter Mann. Ja, ja. Der arme Vogel. Oh Gott, das ist mein Herzblut. Oh Gott, der arme Vogel. Oh Scheiße. Oh Mann. Gott, und wie sie da so gar nicht drauf reagiert. Ey, das ist, dieses Spiel hat einen Humor, ey. Das ist so, hallo. Oh. Sie kennen doch den alten Umbayanos. Den alten Trunkenbold? Ja. Er war mal ein guter Kapitän, aber seit er sein Schiff verloren hat, ist nichts mehr mit ihm los. Das kann schon sein. Aber Sie schulden ihm doch einen Gefallen, oder? Ja, das stimmt. Er hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Und ich wäre ohne ihn nicht Kapitän dieser wunderschönen Lady. Stimmt.
Stellen Sie sich vor, ich bin hier, um den Gefallen einzufordern. Ja, sei verdammt. Was hast du mit dem alten Streuner gemacht? Hast du versprochen, ihn zu heilen? Nee. Lassen Sie das meine Sorge sein. Machen Sie das Schiff klar, um nach Süden zu segeln. Wir fahren zur Insel Elais. Sie wollen ja sowieso nach Guyenne. Ach, wirklich? Es könnte schwierig werden. Wieso? Erstens gibt es keinen Wind. Der verfluchte Alchemist im Norden hat den Wind mit einem Zauber belegt. Ach, der war das. Klex. Ich glaube, er heißt Roper Klex. Wohnt in einem verdammten Felsen hinter Riverwood. Und solange er den Wind in seinen schmutzigen Fingern hat, segelt dieses Schiff nirgendwohin. Dann gibt es da noch ein kleines Problem mit der Besatzung. Ich kann den Hafen nicht ohne Navigator verlassen. Und mein Voriger hatte genug von der See und hat ein Dienstmädchen geheiratet. Aber angenommen, ich schaffe es, den Wind zu befreien und einen Navigator zu finden. Bringen Sie mich dann nach Elais? Ha! Du willst Klex besiegen, den Wind befreien und einen neuen Navigator finden? Bei Jarls linkem Auge, wenn du das schaffst, bring ich dich überall hin, wo du willst. Na, check, dann machen wir das. Wahrscheinlich werde ich in weniger als einer Woche dein Begräbnis feiern. Vergiss den Verrückten und überlass ihn der Armee. Lassen Sie das alles meine Sorge sein. Halten Sie nur Ihr Versprechen, mich nach Elais zu bringen. Was gibt es denn so Besonderes auf Elais? Die Insel ist seit Hunderten von Jahren verlassen, seit die Dolmari der großen Seuche zum Opfer fielen. Ich muss die Alatia besuchen und mir ihre Geschichten anhören. Als wenn es hier nicht schon genug Geschichten gäbe. Puh. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Oh, Roper Klex klingt auch nach einem ganz tollen Namen von einem richtig coolen Typen. Roper Klex, der übrigens in Flusswald lebt. Ist doch Riverwood, ne? Flusswald. Hm. Skyrim, hallo. So. Roper Klex. Wir müssen also einen Alchemisten besiegen und einen Navigator finden. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal zum Journey Inn gehen. Und gucken, ob unsere Navigatorin da ist. Kann aber auch sein, dass wir zuerst den Alchemisten eins überbraten müssen und ihm ein paar Winde entlocken. Schön Bohnen zu essen geben, ne? Das sieht so cool aus im Hintergrund. Ich kann das gar nicht aufhören anzugucken. Mit dem Ring hier. Ich hoffe, dass wir das vom Nahen auch mal sehen. Auf nach Flusswald. Ich will nach Flusswald. Oh! Dann ist sie wahrscheinlich noch nicht da. Oktoberfest. Oh. Was? Wie cool ist das denn? Das sieht alles so cool aus. Mit ihr kann ich nicht reden? Scheune. Bauernhaus. Vieh. Vieh. Eine kleine Scheune. Ein Bauernhaus. Irgendwelche Kühe. Aber nicht die Rasse, die in Kansas gezüchtet wird. Du bekommst doch gar nicht aus Kansas. Komische Rinder. Die sehen lustig aus. Die haben so ein Rüssel, oder? Diese Monumente, sie sind enorm. Wie künstliche Berge. Was sie wohl darstellen und wofür sie geschaffen wurden. Also was sie darstellen, sieht man doch. Guck mal, da ist auch noch eins. Das ist ein Mann, der in einen Horn bläst. Ist nicht so schwer. Mehr gibt's hier nicht. In den Wald. Yay! Einfach mal so in den Wald, ohne Proviant, ohne... Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Krähe, du hast es geschafft. Oh, er hat sich befreit. Der ist voll süß. Was ist denn das für eine Karte? Sag mal, ist das die Karte, die wir der Navigatorin eigentlich geben sollten? Weil wir sind jetzt im Fels im Nordland? Wald. Scheune. Voll schöne Musik. Sieht süß aus, die Karte. Eine schöne Karte. Oh. Ui. Dschungelartig. Was ist das ein hier? Ein weggeworfenes Wagenrad. Oh, guck mal. Glühwürmchen. Oh. It's Crow.
Hallo? Rennst du immer, als wäre dir eine zweiköpfige basparische Nymphe auf den Fersen? Ich komme ja kaum nach. Krähe, bist du das? Naja, da waren ein paar entzückende Rotkehlchen. Zwillinge, weißt du? Ich konnte sie doch nicht einfach ohne einen Kuss oder zwei verlassen. Oder 12, wie sich herausstellte. Vielleicht bin ich ja nur schlecht in Form. Nach 20 Jahren in Kisten, Käfigen und Rucksäcken. Oh Gott, im Rucksack. Ich glaube, du bist es wirklich. Natürlich bin ich es. Wie viele Vögel kennst du, die gut aussehen und Sinn für Humor haben? Hm? Du hast Sinn für Humor? Klar doch, merkt man oh, voll. Oh, witzig. Sehr witzig. Was machst du denn hier, Krähe? Was ich hier mache? Was ich hier mache? Wie wär's mit schön, dich zu sehen, Krähe? Oder ich habe dich sehr vermisst, Krähe. Oder zumindest schön, dich zu sehen, nachdem du aus der Kiste entkommen bist, Krähe. Ja. Ich freue mich, dich zu sehen, Krähe. Wie bist du entkommen? Mit List, meine Liebe. Die Flasche mit dem Steinlikör aus Androgan hat natürlich geholfen. Ach, ich habe noch nie ein so peinliches Spektakel von öffentlicher Trunkenheit erlebt. Wenigstens nicht, seit ich zuletzt ein Schlückchen Wein getrunken habe. Junge, waren die Damen überrascht, dass ich sprechen kann. Aber von meinem Wortschatz dolmarischer Schimpfwörter waren sie weniger angetan. Der alte Seebär wollte mich schon wieder verspielen. Nach dem Feiern ging er direkt zum Hütchenspieler. Ich bin abgehauen, bevor sie mich wieder in den Käfig sperren konnten. Der war wie ein Gefängnis ohne die Annehmlichkeiten. Vom Essen ganz zu schweigen. Also habe ich mich freigepickt und bin geflüchtet. Ich wusste nicht, wohin ich fliegen soll. Also beschloss ich, mit dir auf Abenteuer zu gehen. Und da bin ich. Oh. Glaub nicht, dass ich dir nachgeflogen bin, weil ich dich mag. Du hast ja nicht mal Federn. Oh. Zum Glück nicht. Okay, wenn du mich begleiten willst, sage ich nicht nein. Ich denke mal, du wirst deine Flügel benutzen und nicht deine Füße. Der Boden ist kein Ort für Freigeister wie mich. Außerdem soll es in diesem Wald eine Menge gut aussehender Vögel geben. Und die rennen garantiert nicht auf dem Boden herum wie die Hühner. Lauf nur bitte etwas langsamer, damit ich aufholen kann. Gerne. Aber wie kann ich dich rufen, wenn ich mit dir reden will? Kannst du etwa so pfeifen? Was für ein schlechtes Leider Sample. Leider nicht. Aber ich habe eine kleine Flöte. Damit könnte ich dich rufen. Ich bin doch kein Hund. Das wollen wir mal gleich klarstellen. Du spielst eine Melodie und ich werde dann darüber nachdenken. Ich komme nicht gleich angeflattert wie ein zahmer Jagdfalke. Abgemacht. Wir sollten jetzt weiterlaufen. Es ist schon spät. Ei, ei, Captain. Ich werde mal Ausschau halten, damit es keine Überraschungen gibt. Oh, gehört er jetzt uns? Er gehört jetzt zu uns. Oh, wie cool. Tschüss. Warum so weit weg? Du hättest doch auch in einen Baum fliegen können. Nett. Das ist ja cool, dass wir jetzt Krähe haben. Und ich bin so froh, dass er entkommen ist. Der tat mir so leid. Ey, in die Kiste gestopft und dann gleich wieder verspielt werden. Boah. Aber tatsächlich erinnere ich mich nicht daran, dass das Spiel so sexuelle Anspielungen hatte. Ich war wohl wirklich so jung, dass ich das nicht verstanden habe, beziehungsweise nicht als solches wahrgenommen habe. Ist das interessant, wenn man diese Spiele im Nachhinein wieder spielt und dann merkt, was für Anspielungen da noch so drin sind. Obwohl, so ganz undeutlich war das jetzt gar nicht. Das ist echt cool. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge wird es noch cooler. Denn es geht endlich weiter und wir gehen in diesen coolen Wald hinein. Ich freue mich schon. Jedenfalls, bis dann und tschüss. Tschüss.